Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader aus dem frostigen, ja, Sachsen. Es hat geschneit und die Leute haben plötzlich ein ganz, ganz anderes Thema als Corona auf der Uhr, nämlich rausgehen. Und Schnee schieben. Das Leben hält also noch ein paar andere Überraschungen am Morgen für uns bereit im Moment als die täglichen Zahlen von Covid-19, die hier frühmorgens immer über die Ticker geht in den Nachrichten. Und der DAX schrumpft auch so ein bisschen äh, in sich zusammen. Muss man sehen, wie es ist. Ich habe es geschrieben, kleine Eiszeit im DAX lässt die Kurse schrumpfen. Wir müssen allerdings mal sehen, ob da nicht irgendwann jetzt in Kürze wieder Tauwetter einsetzt äh, und dann doch plötzlich die Bullen wieder zugreifen. Und die Kurse schön steigen lassen. Das schauen wir uns gleich etwas im Detail an mit Blick in den DAX. Dann habe ich noch Euro-US-Dollar heute auf der Uhr und das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und natürlich sehr, sehr gerne ja, auch einen oder anderen Wunschmarkt. Die bitte rein in die Chats. Da kommen auch schon die guten Morgengrüße auf Zoom und auf Facebook. Freut mich. Klasse. Also legen wir los. Zunächst wie immer der Blick. Auf das Risiko hier bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze hier an dieser Stelle genannt. Und dann schauen wir noch auf die Tagesnachrichten. Immer noch nicht so wirklich viel aktuell los. Ein bisschen was gibt es diese Woche noch? Morgen beispielsweise bekommen wir am Abend um 20 Uhr. Das Beachbook, also den sehr, sehr wichtigen äh, ja, Bericht der Wirtschaft aus den USA, wo die FED auch ganz genau drauf schaut. In 14 Tagen haben wir dann sozusagen auch die FED-Sitzung. Das Ganze, was dort gekommen ist, schauen wir uns wie immer freitags an nach der Besprechung, weil das ist so immens wichtig, dass wir da auch als Traderinnen und Trader drüber Bescheid wissen sollten, was dort entsprechend passiert. Nicht zuletzt wegen dem Blick auf die Währung. Euro US-Dollar, aber auch auf die Rohstoffpreise, Öl, Gold, Silber, all die hängen ja entsprechend am US-Dollar und je nachdem wie der US-Dollar sich entwickelt, ob er nun stärker oder schwächer wird, wird man hier sehen, was dann mit den Rohstoffpreisen passiert. Das Ganze hatte ich ja schon mal erklärt, wie das zusammenhängt. Äh, Wenn es hierzu Fragen gibt, bitte raus damit. Ich kümmere mich in den Freitagssessions gerne auch ein bisschen edukativ. Das heißt, wer dort in diese Richtung Fragen hat, bitte mich wissen lassen. Ich gehe darauf gerne etwas ausführlicher ein. Also läuft hier los und wir schauen auf die Nachrichten. 13 Uhr gibt es einen kurzfristigen Energieausblick aus den in USA von der EIA. Dann gibt es die jobs Stellenangebote um 16 Uhr und um 22.30 Uhr. Der kleine Einblick in das Thema Rohöllagerbestände hier vertreten durch den API. Rohöllagerbestand, die großen Rohöllagerbestände gibt es dann entsprechend morgen wieder. Das entsprechend hierzu. Ähm, ich bekomme gerade noch eine Frage gestellt, an welche E-Mail man Fragen stellen kann. Also entweder direkt hier das Ganze machen oder aber wer mich persönlich jetzt erreichen möchte, einfach an info.investorschule.de beziehungsweise einfach mal ähm, auf meine private Website oder die Website äh, sozusagen investorschule.de schauen, da kriegt man das Ganze hin oder aber noch ein dritter Weg für den einen oder anderen mag das auch eine gangbare Sache sein äh, und zwar Moment hier, ich hole es mal ganz kurz rein, wer äh, beispielsweise in die Blogs jeden Morgen auch reinschaut äh, wirklich einfach mal reinschauen, nachlesen. Deswegen stelle ich das Ganze auch immer online, auch auf der Website hier von Tickme. Und da haben wir, Moment, ich muss mal ganz kurz reinschauen ach, jetzt muss ich schauen, jetzt sehe ich es auf den ersten Blick nicht, wir haben hier, die Seite ist neu gestaltet worden, wir haben hier ähm, eine Möglichkeit, hier zu fragen, genau hier, einfach hier auf, dieses, auf diesen Briefumschlag klicken äh, und dann entsprechend äh, anfragen und dann kommt die Mail auch an mich, aber ich denke mal, der schnellere Weg wird sein, das, was ich hier genannt habe, oder entsprechend, ähm, ja, über die Facebook-Seiten, wer das Ganze auch sieht hier auf TIC mit Deutsch, kann man mich natürlich auch erreichen äh, und das Ganze äh, mit reingeben. Wer den Weg über den Blog nutzen möchte, ich stelle gleich mal auch den Blog mit rein, äh, hier als sozusagen äh, Link das Ganze entsprechend zu nehmen, Steuerung C einfach rein und dann packt das hier einmal auf Facebook und dann direkt auch entsprechend hier in den Chat auf. Zoom, da ist es da, da ist der Block, da gibt es die Fenster und dann passt das Ganze. Also das dazu und ich würde sagen, wir machen entsprechend weiter jetzt mit dem Blick in die Charts. Zwar nachrichtentechnisch ist so viel nicht da, heißt also, an dieser Stelle gleich mal rein mit dem Blick in die Märkte und das Ganze wie immer mit einem großen Bild heißt also hier mal der Chart in den DAX. Ich lösche hier äh, in diesem Kontext gleich mal noch kurz die Linien raus, die wir nicht brauchen und wir sehen es, was hier im DAX passiert ist. Ne? In der letzten Handelswoche ging es rauf bis auf 14.134 Punkte, die wir hier haben. Ähm, ging deutlich nach oben, die Handelswoche war geprägt von steigenden Allzeithochs, wir haben es gesehen hier, ähm, wir hatten zwar mal hier im alten Jahr noch den Lupfer hier, das war gewesen am, äh, nein, am ersten war das sogar schon hier, den Lupfer oben drüber, über die alte Marke von 13.000, um die 13.900 Punkte, ja, und dann ging es hier nach unten und dann die, sage ich mal, folgenden Tage schön, ansteigende Kurse bis hin auf das neue Allzeithoch und gestern setzte dann mit dem Rückkam der oder mit dem Zurückkommen der Händler aus dem Weihnachtsurlaub das Jahr hat natürlich eher angefangen aber ähm, ohne weiteres kann man hier natürlich das Ganze auch so sind, die Händler haben halt die erste Woche meistens Urlaub. Das heißt, so wie in der Woche vor Weihnachten die großen Händler in den Urlaub gehen, in den Weihnachtsurlaub, kommen die halt nach dem Jahreswechsel, nach der ersten Woche meistens zurück. Das heißt, jetzt dieser Montag ist die Woche, wo das meiste Geld auch wieder an den Märkten zurück am Desk ist. Und da haben wir gesehen, was passiert ist. Es ging ordentlich mit Krawall nach unten, Tagestief. Gestern wurde bei 13.804 Zählern geschrieben, Danach ging es wieder deutlich nach oben, wieder hier auch über die Marke äh, von 13.900 Punkten zurück. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen hier mal mit Blick in den Tageschart. Ähm, auch wenn das jetzt noch nicht heißt, dass wir uns gleich wieder zur Oberseite orientieren. Das heißt, wir müssen uns hier in diesem Kontext, in diesem Aufwärtstrend schon noch ein bisschen damit beschäftigen, wie sieht es denn hier im aktuellen Bewegungsarm aus. Denn wir sehen halt in diesem Gesamtkontext hier ähm, das Tief der Korrektur. Das letzte, das haben wir liegen hier unten bei 13.000. 564 Zählern hier, das ist das Tief hier unten, das wurde geschrieben am äh, ähm, 5.1. Danach ging es deutlich hoch. Ähm, unten drunter sollte das Ganze brechen, ist auch dieser Trend erstmal rausgenommen. Das Szenario will ich jetzt noch gar nicht zeichnen, aber es kann ja passieren, dass das kommt und da müssen gerade die kurzfristigen Händler. Oder auch die Schnäppchenjäger, wenn das passiert, die größeren Auffangbereiche äh, mit im Blick haben. Und ich sag mal, das dickste, fetteste und wichtigste Level haben wir hier bei 13, um die 13.400-Punkte-Marke, dass wir hier das alte Allzeithoch in diesem Drehbereich rum. Da sehen wir, welche Aufmerksamkeit das Ganze bekommen hat. Und das sind halt wichtige Faktoren, die wir hier auf der Uhr mit haben und die wir als Support im unteren Bereich definitiv mit beachten müssen. Ne? Schaut mal hier. Widerstand, Widerstand, Widerstand und dann ging es drüber, jetzt ging es drunter und wieder rauf und das sind halt wichtige Faktoren, die wir dort in diesem Kontext immer wieder sehen. Heißt also, zur Unterseite hin, sollte der Markt heute wieder schwach reinkommen, beziehungsweise äh, mit Schwäche im Tagesverlauf äh, sozusagen reinkommen. Wir sehen ja, der Markt kommt momentan auch stärker als gestern in den aktuellen Handel rein, wenn wir nachher um 9 Uhr. Der offizielle Handelsstaat ist, dann ist es schon äh, aus jetziger Sicht zumindest mal mit Blick auf die nächsten 20 Minuten, denke ich mal, doch eher wahrscheinlich, dass wir ähm, über dem gestrigen Schlusskurs in den Handel reinkommen. Es kommt dann halt darauf an, was der Markt draus macht. Da wird das Tagestief von gestern sehr, sehr interessant sein, beziehungsweise hier auch die Marke von 13.900 Punkten. Das sind wichtige Faktoren. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch im Kleineren anschauen wollen, dann werfen wir jetzt hier an dieser Stelle selbstverständlich mal den Blick auf die letzte Bewegung. Ne? Und die hat halt hier unten bei 13.564 angefangen und hat sich hoch bis zum Allzeithoch gearbeitet. Und das ist natürlich die Strecke, die der Markt hier ohne weiteres innerhalb der Korrektur zurücklegen kann. Und da gibt es schöne Orientierungspunkte. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da blende ich mal die Marken gerade wieder ein, die wir hier an dieser Stelle drinnen haben. Und da sehen wir halt, welche Faktoren hier eine große Rolle spielen. Und wir sehen halt auch, dass wir sozusagen hier, ich habe das Ganze jetzt mal entsprechend in Blau markiert an dieser Stelle, hier. Das ist der Gegentrend, der hier jetzt läuft. Und wir sind innerhalb dieses Trends halt, wie schon gesagt, unter die Marke von 13.900 Punkten gefallen und haben dabei auch einige wichtige Korrekturlevel aus der Aufwärtsbewegung rausgenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier richtungsführend erst einmal einen Abwärtstrend und wir sehen halt auch, dass, ich mache es mal größer, dass man es besser lesen kann. Hier die Marke von 13.990 bis 14.000 Punkten, dass das ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist an dieser Stelle. Das heißt, hier ist der Abwärtstrend nach unten gelaufen und hier 13.990 bis 14, das ist das Verkaufslevel. Na, und da haben wir es gesehen, hier in dieser Abwärtsbewegung hat der Markt sich nochmal dran versucht, ist nach unten gescheitert. Hier sind wir reingelaufen, erstmal nicht nach oben gelaufen. Wir testen allerdings diesen Bereich ran und was mich jetzt so ein bisschen, sag ich mal, Positiv stimmt zur Oberseite hin, ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt hier so eine Art Dreieck nach oben hin bilden. Das heißt, das Ganze hier an dieser Stelle mal zu sehen, hier diese steigenden Hochs, die wir hier in diesem Faktor haben, also in diesem Bereich haben, auf dieses Level fokussiere ich mich jetzt mal. Wir haben hier steigende Hochs. Entschuldigt bitte. Wir haben steigende Tiefs, aber noch keine steigenden Hochs. Und da bildet sich jetzt hier so etwas wie ein ansteigendes Dreieck sozusagen. Und ähm, da ist jetzt halt die Frage, löst der Markt das nach oben oder nach unten auf? Und die Chancen, die wir haben, sind durchaus auch vakant äh, auf der Oberseite hin. Das heißt, schafft's der Markt wieder zurück? über die 14.000 Punkte Marke, dann haben wir gute Chancen, oben reinzulaufen, Richtung Allzeit hoch und das nächste Auffanglevel oder beziehungsweise das nächste Anlauflevel auf der Oberseite wäre mal hier oben dieser Korrekturbereich um die Marke von 14.095 bis 14.100 Punkte. Das ist der Weg, der hier dann erst einmal da ist und wir hatten das ja schon mal besprochen nach oben hin. Die runde Marke von 14.200 Punkten ist ohne weiteres auch wirklich drinnen, wenn man mal das Ganze hier von unten aus also ist also hier von 13,9 äh, bis 13,564 hat ja die Korrektur gedauert. Und wenn man das Ganze oben einfach mal drauf spiegelt, dann kommt man schon so in den Dreh rum auf ein Potenzial äh, von locker 14.200 Punkten. Und das Ganze ist halt da und der Weg ist nach oben definitiv nicht aus dem Weg geräumt, sondern wir sind hier in der Korrektur. Sollte der Markt nach unten brechen, das heißt, wieder äh, hier an dieser 14.000 Punkte-Marke versagen äh, und nach unten durchfallen, dann ist es Ganz klar, was kommt. Zunächst erstmal der Fokus auf die äh 13.804 Punkte, also knapp das Tagestief von gestern. Und dann haben wir unten mit Blick in den Stundenchart auch noch ein paar schöne Auffanglevel. Zum einen natürlich hier der Drehbereich. Warum ein Drehbereich? Warum nenne ich das an dieser Stelle Drehbereich? Ich gucke ja in den entsprechenden Trends auch immer wieder entsprechend auf die Korrektur tiefs. Aber hier haben wir halt mal ein Level, ähm, wo der Markt die Richtung gewechselt hat. Und deswegen ist das ein Drehlevel hier in diesem Bereich. Um die Marke von 13.730 ist der blau markierte Aufwärtstrend hier entstanden. Also das ist ein wichtiges Drehlevel. Durchaus ein schöner Anlaufpunkt. Sollte der Markt auch dort keinen Halt finden, ja gut, dann haben wir einfach den Weg nach unten noch weiter frei. Das heißt, dann haben wir hier nach der Korrektur den Abgang nach unten und die Anlaufmarker, die dann zur Verfügung stehen, sind die Zwischentiefs. Und da haben wir einmal hier. Die Marke von 13.615, beziehungsweise dann hier unten das Low, was wir aus dem Tagesschart auch haben, um die 13.564 Punkte Marke. Dass die Unterseite ob soweit kommt, müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Wir sind hier wie immer an einer sehr, sehr schönen Stelle verortet. An der kann deutlich Bewegung kommen. Wir müssen uns jetzt einfach nur hinsetzen, wo es rangeht. Und die Tatsache, dass wir nach oben hin Potenzial haben, ist sehr, sehr schön. Was aber auch sehr, sehr schön gerade für das kurzfristige Trading ist, ist einfach die Tatsache, wenn ihr euch mal diese Korrektur hier anschaut, das machen wir gleich mal in der kleineren Zeiteinheit in den fünf Minuten. Ähm, dann liegen sozusagen die äh, Zwischentiefs aus dem trendigen Verlauf nach oben hin. Die liegen halt relativ eng beieinander. Ne? Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier, da gehe ich noch mal kurz in die Skizzierung rein. Ähm, wenn es nach unten wegbricht, dann sind äh, die Korrekturlevel, die Tiefs, halt die Marker, äh, wo die Absicherungslevels liegen und äh, die, Lo die Longhändler sich reingepackt haben. Und wenn wir da mal schauen wollen, äh, sollte es hier unter diese Marke drunter gehen, dann hätten wir halt jetzt die Situation, ähm, dass wir hier ein tieferes Hoch hatten und dann der Markt nach unten fallen kann. Und die Level, die dann halt zur Verfügung stehen, schaut mal, das sind die Drehlevel bzw. die Auffanglevel, wie wir sie hier im 5-Minuten-Chart haben. Und die liegen halt relativ eng beieinander. Und deshalb kann es passieren, dass da kurz so eine Kaskade nach unten abläuft und wir einen ordentlichen Schub nach unten bekommen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir dann in die Trendfortsetzung der Stunde reingehen, sondern einfach nur, dass es eine Beschleunigung nach unten gibt hier, Richtung Tagestief von gestern. Und wenn wir das entsprechend rausnehmen wollen, dann ist der Weg nach unten frei. Dreht der Markt aber vorher um, wäre das ein positives Zeichen, dann hätten wir wieder die Oberseite. Also wir sehen schon im dax kann es heute ordentlich Bewegung geben, sowohl nach oben als nach unten. Lohnt sich also hier den Titel definitiv auf der Uhr zu haben. So, hätten wir das, dann schauen wir in die Währungen rein. Und ich sehe auch übrigens schon den ersten Wunschmarkt hier, auch US-Dollar, japanischen Yen. Den schauen wir uns heute auch an. Ganz klar, zunächst allerdings äh, gehen wir erstmal auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar-US-Dollar, -Dollar. dann schauen wir uns den Euro-US-Dollar an und wie schon gesagt, wenn noch jemand weitere Wunschmärkte hat, bitte rein an dieser Stelle. So, hier haben wir mal äh, Währungspaar äh, Neuseeland-Dollar. Ähm, das ist hier die runden Marken raus. BitArts brauche ich für die Chartanalyse auch nicht. Das heißt, hier sehen wir einfach mal diesen Markt, wie er aktuell doch ordentlich unter Druck gekommen ist und ähm, hier vor ein paar Tagen ein sehr, sehr wichtiges Level getestet hat. Und dieses Level ist extrem wichtig, weil das Ganze ein großer, großer Kaufbereich ist. Also hier dieser Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Na gut, so, so fett brauche ich es gar nicht. Aber hier äh, die Marke, so grob um die ähm, 0,71. 50 bis, was haben wir hier oben? 60 in diesem Drehbereich rum. Schaut mal, das ist hier der große Ausbruchsbereich nach oben. Hier kamen wir von unten raus im großen Bild nach oben rein. Das ist das, was wir hier an dieser Stelle gesehen haben, mal im 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz auf den Tageschart an, werden wir sehen, wie wichtig dieses Level momentan ist. Und da wird man jetzt auch sehen, warum ich heute jetzt und hier genau auf dieses Währungspaar schaue. Denn wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, sehen wir es halt, während die vier Stunden in einem Abwärtstrend verortet sind, sehen wir mit Blick auf die größere Zeiteinheit, dass wir gerade in der regressiven Phase sind. Und hier oben, diesen Bereich, den ich gerade in Magentafarben markiert habe, das war das untergeordnete Kauflevel. Ne? Und das ist der wichtige Punkt, der hier in Zusammenspiel mit dem Tageschart auch kommt, das heißt, Moment, ich brauche das Zeichentool wieder offen, kurzen Augenblick, das Zeichentool, da haben wir es. Ähm das haben wir halt aus der trendigen oder aus dem trendigen Verlauf hier raus. Schaut mal, und hier haben wir schön den Markt nach oben. Er kam hier von diesem Support-Level und hat sich dann hier angefangen, im Kleinen nach oben zu arbeiten und dann Stück für Stück das Ganze raufzusetzen. Also hier dann schön so einen Aufwärtstrend zu machen mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs, was wir hier sehr, sehr schön am Laufen haben. Und da sehen wir halt, was hier an dieser Stelle passiert, dass das die korrektive Phase ist momentan, die wir im 4-Stunden-Chart gerade gesehen haben und wir hier jetzt durchaus eine Umkehr. Der Signallage bekommen können. Das wäre die Long-Seite. Bricht es allerdings um das Tagestief von gestern drunter? Haben wir die shortseite auf der Uhr. Und da sehen wir hier alleine mit Blick auf den Tagesschatt, Das nächste Auffanglevel, was wir hier haben, kommt aus diesem leichten Drehbereich um die Marke 07080 bis 071. Das ist das Potenzial zur Unterseite hin. Sollten wir hier drunter fallen unter das Tagestief von gestern. Und genau diesen Fakt beleuchten wir jetzt mal kurz noch in den vier Stunden. Denn wir sehen in den vier Stunden, wenn ich das mal kurz noch ein bisschen kleiner raffen darf, hier auch den großen Trend auf Tagesbasis. Das hier. Der letzte Bewegungsarm sozusagen. Und das Thema, was wir hier sozusagen jetzt äh, in die korrektive Phase noch rein bespielen, ist einfach hier der laufende Trend in den vier Stunden. Und der ist halt noch valide, deswegen abwärts gerichtet. Hier, schaut mal, da haben wir es. Hier, Trendentstehung, schöne Korrektur. Runter, jetzt haben wir hier wieder eine Korrektur. Wo kann es hingehen? Natürlich erst einmal hier oben in diesen Ausbruchsbereich rein, ungefähr knapp 0,7215 bis hier oben 0, 72, 34 35 Dieses Drehlevel wäre mal ohne weiteres ein guter Widerstandsbereich. Was hier oben Unterstützung war, ist jetzt natürlich der Widerstand geworden. Das heißt, wenn es hier wieder nach unten geht aus dem Level oben raus, wäre das ganz klassisch das Thema der Trendfortsetzung nach unten hin und danach, wenn es hier runter geht. Hätte der Markt offen hier die Anlaufbereiche, wie ich sie schon skizziert habe, also ganz, ganz grob die Marke hier unten 0,70, ein paar in der 30, das wäre dieses Level hier drüben, beziehungsweise dann hier an diesem kleinen Swing hier innerhalb dieses Drehbereiches hier. Schaut es euch an, das ist ein Drehbereich. So sieht ein Drehbereich untergeordnet aus. Das sind so Marken, wo der Markt immer mal wieder kurz drunter, kurz drüber geht. Ähm, dann war es hier ein Supportbereich. Das ist ein Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Diese Marken haben wir und natürlich hier der größere Auffangbereich, den wir hier an dieser Stelle haben, der wurde auch schon mehrfach getestet um die Marke von äh, 07009. Das sind die. Worte oder beziehungsweise die Werte auf der Unterseite und die Chart-Oberseite sieht natürlich genauso interessant aus. Und das könnte für die ganz kurzfristigen Trader natürlich sehr, sehr hilfreich sein, den Blick mal auf das zu werfen, was wir hier haben, nämlich hier diese starke Abwärtsbewegung hier an dieser Stelle. Denn wir sehen ja das Potenzial für die Gegenbewegung nach oben, zunächst erstmal nur die Gegenbewegung. Ist schon deutlich. Ne? Hier unten von äh, 071 knapp 90 bis auf 72 knapp 35. Da ist schon ein bisschen was drinnen. Und wer sich das Ganze mal in entsprechend den 15 Minuten zu Gemüte führen möchte, der sieht momentan einfach hier die Verortung der Kurse in diesem alten Verkaufsbereich. Und der Verkaufsbereich ist momentan sehr, sehr valide. Ne? Das ist also ein Punkt, da muss der Markt definitiv drüber. Hier oben ist sozusagen knapp über diesem Verkaufslevel haben wir auch noch den, den Widerstand oben drinnen liegen. Also. Das Zwischenhoch sozusagen aus der abwärtstrendigen Phase. Und da ist es jetzt halt wichtig, genau hinzuschauen, was der Markt entsprechend macht. Denn schaut hier, das ist entsprechend der Abwärtstrend, der hier nach unten am Laufen ist. Und jetzt haben wir allerdings eine, sage ich mal, angedeutete Wendeformation. Ne? Das heißt, wir sind jetzt hier im kleinsten Bereich wieder verortet innerhalb eines Aufwärtstrends. Ne? Wir sehen es hier unten, wir haben hier das Tief des Trends der Korrektur und dann haben wir hier inzwischen ein höheres Tief und dieses Tief hat eine Art Bodenbildung gemacht. Hier eins, zwei, ähm, dreimal nicht unten drunter gefallen, sondern immer wieder, äh, als der Markt in dieses äh, alte oder in dieses tiefere Level unten eingetaucht ist, ist der Markt nach oben gelaufen und das hat jetzt halt dazu geführt, dass der Markt hier weiter die Stärke nach oben hin bekommen hat und einen Aufwärtstrend entsprechend geformt hat. Und da ist es jetzt interessant zu sehen, was passiert hier? Jetzt haben wir die Korrektur. Schafft es der Markt oben drüber? Dann haben wir tatsächlich die Chancen, nach oben rauf zu laufen und die Korrekturausdehnung zu machen. Und dann haben wir halt die nächsten Anlaufpunkte im ganz kurzfristigen Bereich. Natürlich hier die Marke um die knapp 0,72. Und schaut mal hier oben, haben wir die schönen Anlaufpunkte, die Zwischenhochs. Der nächste größere Bereich wäre dann hier oben die, äh, die 0,72. Hier in diesem Bereich, das wäre dieses Level 0,72, naja, knapp 3. Das Level ist der nächste größere Anlaufbereich und dann, wie schon gesagt, die Swing Highs aus der Abwärtsbewegung. Und das ist interessant. Und wenn wir da tatsächlich jetzt den frühen Vogel hier catchen können, das wäre sehr, sehr interessant. Also die kurzfristigen Trader. Blicken einfach drauf, was jetzt hier in der Korrektur geschieht. Und wir haben in der Korrektur auch wieder so einen schönen Wendebereich hier unten. Dieses Level um die Marke von, ich ziehe eine Linie rein hier in dieses Level rein, kurzen Augenblick. So, komm mal runter hier. Zack, hier. Dieser Drehbereich um die Marke von 0,71,75 in etwa. Das wäre für eine Korrektur ein schönes Level äh, zum Anlauf. Und wenn wir dann die Drehung reinbekommen, wäre das sehr, sehr spannend. Also, den New Zealand-Dollar, US-Dollar. Gerne auf die Uhr legen, wir haben das Potenzial nach oben und nach unten, aber wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, an dieser Stelle haben wir hier halt schön ein Umkehrsignal, was sich in diesem Kauflevel bildet. Und wenn das Bestätigung findet, dann haben wir gute Chancen, dass sich der Aufwärtstrend, den wir hier jetzt drinnen liegen haben, und er läuft schon eine ganze Weile hier seit März 2020, dass der sich oben fortsetzt. Und im großen Bereich, wenn wir hier mal kurz auf die Woche schauen wollen, haben wir doch auch Potenzial nach oben. Das große Level, das große dicke Widerstandslevel, das haben wir nämlich erst hier oben über der Marke von 0, was haben wir hier oben? 074, naja, knapp 80. Also, da ist eine Menge, Menge Luft nach oben, die man durchaus mitnehmen kann. Und damit blicken wir jetzt auf das Währungspaar. Euro US-Dollar haben wir hier ist ganz schön unter Druck geraten in den letzten Tagen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, hier sehen wir, was los gewesen ist. Ich nehme euch gleich mal noch die ganzen Linien hier raus. Kurzen Augenblick, hier ist so viel Zeugs drin, aus den kurzfristigen Trading-Besprechungen. Das sammelt sich immer so ein bisschen an. Das sieht dann im Tageschart immer sehr, sehr viel aus, was dann da ist. Viele Sachen brauchen wir jetzt in der kurzfristigen Besprechung nicht. Aber was interessant ist hier. Sehen wir schön den Abwärtstrend nach unten laufen? Das ist der untergeordnete Trendbereich hier. Das also ist der Korrekturarm. Und da wird es jetzt äh, sehr, sehr interessant äh, zu sehen, was passiert. Denn das Level, in dem wir uns hier momentan befinden, ich klemme da gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Bitte, wie schon gesagt, äh, nicht auf äh, die letzte Nachkommastelle rein. Das ist ein Schwungbereich. Ne? Das sehen wir immer hier an diesen Kerzenleveln. Das ist nie ein Punkt, aber das ist so ganz grob die Marke. 121,5, 121,60, also 50,60 hinten rum. Dieser Schwungbereich hier, der, der ist wichtig und wir haben es gesehen hier. Wir hatten unten Berührungspunkte. 121,85 war hier das Zwischentief. Also wir haben hier einen sehr, sehr interessanten Bereich, einen Bereich, der sehr, sehr spannend und wichtig ist, denn sollte der Markt tatsächlich hier unten drunter fallen, ähm, bildet sich eine Abwärtssequenz aus, die dann durchaus das Potenzial hat, hier unten reinzufallen in diesen großen Bereich um die Marke von 1,19,65 in etwa. Und das ist ein wichtiger Bereich, denn. Das ist der Bereich, als sich der Wochentrend hier oben fortgesetzt hat. Und das wäre mal interessant zu sehen. Und was halt auch sehr, sehr interessant zu sehen ist, dass wir hier eine, eine mit Blick auf den Wochenchart, einen Außenstab haben, der innerhalb seiner Grenzen immer noch nicht verlassen wurde. Wir hatten zwar die Situation, dass der Markt hier entsprechend mal drüber gelaufen ist und runter gelaufen ist, also hier ich skizziere es mal ganz kurz an, schaut mal das hier das ist die Außenkerze und der Markt schwankt hier drinnen, wir hatten weder einen Schlusskurs oben drüber noch einen Schlusskurs unten drunter, das heißt wir haben jetzt hier in einem sehr sehr breiten Verlauf eine Konsolidierung auf der Seitwärtsphase, also über die Zeitleiste und das ist halt aktuell der Korrekturbereich und da kommt es halt drauf an, was passiert nachhaltiges Verlassen mit einem Schlusskurs unterhalb äh, dieses Außenstabes wird er halt die Sequenz der Korrekturausweitung in die Unterseite mit einleiten. Ähm, Kurse, die oben drüber gehen, wird er halt dann zur Trendfortsetzung nach oben hinführen. Beides Szenarien sind durchaus denkbar. Ich habe das Ganze auch immer schön auf dem Schirm mit, äh, dass wir uns das Ganze in den Morning Briefings auch mit anschauen können. Soweit ist es aktuell noch nicht, aber wir sehen jetzt hier halt auch mit Blick auf den Tagesschart, ist es durchaus möglich, dass wir hier weiter nach unten rutschen nächster größerer Anlaufpunkt hier aus diesem trendigen Verlauf des Tages nach oben, hätten wir hier unten das Zwischentief um die Marke von 1,2058 knapp, beziehungsweise dann hier der große Ausbruchsbereich, den wir gerade in der Woche gesehen haben, bei 1,19 knapp 65. Und wenn wir uns den Euro mal anschauen wollen, im aktuellen Abwärtsarm, den wir hier haben, da sehen wir unten momentan auch so eine leichte Konsolidierung hier, das ist der 4-Stunden-Chart, wo der Markt sich innerhalb dieses Unterstützungsbereiches momentan aufhält. Und wie ich schon gesagt, wenn wir den nach unten verlassen, dann haben wir ganz klar hier der Weg nach unten, der ist dann geebnet. Da kommen dann die Marken, die wir im Tageschart besprochen haben, gerade mit rein. Schafft das allerdings nach oben hin zu laufen? Und dann können sich gerade die kurzfristig orientierten Trader wieder auf diesen letzten Abwärtsrutsch nach unten hier setzen und den mal genauer anschauen. Und wenn wir uns das in den fünf Minuten auch ansehen, dann sehen wir wieder auch hier die Konsolidierung auf einem gewissen Niveau. Und wir sehen halt auch, dass der Markt hier schon immer mal probiert, nach oben zu laufen. Denn wenn wir uns das Ganze mal im, quasi unter dem Mikroskop anschauen oder mal genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen wir halt, wo hier der Abwärtstrend läuft. Also, das heißt, der letzte Rutsch, den wir hier nach unten gesehen haben, der war halt auch oder ist halt auch schön trendig nach unten gelaufen. Ähm, und da sehen wir halt auch, dass der Markt das schon versucht hat, hier oben drüber zu laufen. Ne? Also, wir haben es gesehen, er ist schon einmal drüber gelaufen, hat dann jetzt wieder korrigiert und jetzt kommt es halt drauf an schafft das oben drüber und den Aufwärtstrend zu machen, dann haben wir durchaus das Potenzial, dass wir oben reinlaufen und dann können wir uns hier entsprechend auch an den Zwischenhochs orientieren die sind dann da, das Steigerungspotenzial ist auf alle Fälle vorhanden, also da ist deutlich Luft nach oben hin, sollten wir allerdings hier an dieser Stelle abprallen und unter dieses Tief hier unten fallen, also dieses Level, was wir hier haben, das hier unten dieses Zwischentief, das wäre ganz klar das Zeichen dafür Fortsetzung der Ausdehnung der Korrektur, dann würde der Markt weiter nach unten trenden und das ganze Bild nach unten fortschreiben und da brauchen wir dann die Anlaufpunkte, die wir gerade auf der Tagesbasis besprochen haben, das zum Euro, US-Dollar und damit geht es weiter mit den äh, Wunschmärkten. Das heißt, hier äh, schauen wir auf US-Dollar, japanischen Yen. Äh, dann kam wieder die Frage nach dem US-amerikanischen äh, US Markt, nach dem ähm, UK 100, also den äh, FUZI 100, den britischen Aktienmarkt und dann haben wir noch ähm, Gold. Da ist die Frage, wie es hier weitergeht. Sieht Euro, sieht ähnlich aus äh, wie der Euro. Das schauen wir uns natürlich auch gleich noch mit an. Zunächst der Blick in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. So, den haben wir hier. Hier den 4-Stunden-Chart, da sehen wir auch äh, aus der Konsolidierung ausgebrochen. Das heißt, der Markt ist hier drüben rumgedreht. Wir haben äh, angefangen, an der Umkehr der Nachfrage zu arbeiten. Und das sehen wir entsprechend auch hier, wenn wir uns den Tageschart mal eben anschauen wollen. Äh, da sehen wir, dass der Markt so ein bisschen aus dem Supportbereich hier unten rausgekommen ist und diesen letzten Arm nach unten hin jetzt nach oben verlassen hat. Das heißt, ich skizziere das Ganze auch mal hier an dieser Stelle. Ähm, ich habe gerade, ich muss man noch ein Update in den MTO in Live-Signal machen? Das funktioniert gerade nicht, hat man ja gerade gesehen. Wenn das Update drauf ist, sollte das wieder funktionieren. Deswegen zeichne ich die Trends momentan mal so ein bisschen mit der Hand ein. Und daran sieht man auch, dass man als Händler immer mal so ein bisschen Alternativen braucht. Man muss natürlich selbst auch dazu in der Lage sein, das ähm, zu sehen, was das Programm, das Computerprogramm entsprechend anzeigt. Und da sehen wir hier halt die letzte Sequenz hier. Der letzte Abwärtsarm nach unten, das war der Bewegungsarm von diesem größeren Abwärtstrend, den wir hier unten laufen. Und der ist jetzt erstmal rausgenommen. Und hier wird es halt jetzt wirklich sehr, sehr interessant zur Oberseite hin. Zum einen haben wir bei Kursen äh, über dem Tageshoch von gestern den Weg noch offen hier oben rein in die kleinen Verkaufslevel um die Marke von 104,58 und hier oben 104,75. Das wäre das Potenzial zur Oberseite aus zeitnaher Sicht, ja, langfristig kann natürlich, wenn hier tatsächlich eine Umkehr kommt, der Markt auch noch deutlich weiter höher laufen, also wir sehen ja die fallenden Hochs hier oben, das sind schöne Anlaufpunkte, die wir da haben und wenn man sich das Ganze auch mal noch mit anschaut in größeren Bildern, hier, das ist diese massive starke Abwärtssequenz und wenn es der Markt tatsächlich schafft, dort oben auszubrechen, dann brechen wir halt auch auf dieser größeren Abwärtssequenz der Woche aus und dann können wir uns schon, denke ich mal, ein Stück weit nach oben hin mit den Märkten beschäftigen und das nächstgrößere auf Anlauflevel wäre dann hier oben die Marke um die 106 und da ist viel. Viel Potenzial nach oben hin da und das ist hochinteressant. Das könnte durchaus hier im Yen passieren. Aus kurzfristiger Sicht allerdings muss man einfach sehen, was passiert jetzt hier. Und da müssen wir uns einfach mal mit der Situation äh, beschäftigen, dass wir hier in einem schönen, auch leicht trendigen Schub nach oben gelaufen sind und diese wichtigen Zwischenhochs hier drüben rausgenommen haben. Also auch hier äh, sind wir ja auch über einen wichtigen Schwungbereich drüber gelaufen. Hier dieses Kurslevel hier in diesem Bereich um die 103, ein paar in die 90, da sind wir drüber gelaufen. Und dieser Arm, der jetzt hier da ist, also dieser Bewegungsarm nach oben hin, das ist das. Das hat nach oben hin gesorgt. Der ist jetzt auch ein bisschen ermüdet. Also auch hier bei vielen, vielen Währungen sehen wir das momentan, dass wir so Konsolidierungsformationen suchen. Der Markt scheint hier auf irgendwas zu warten. Ich weiß nicht genau auf was. Das weiß man im Endeffekt immer erst hinterher, was dann das entsprechende Ereignis ist, dass das Ganze ausgelöst wird. Aber an dieser Stelle haben wir halt die Situation jetzt. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz im 15-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir oben auch diese leichte Ermüdungserscheinung. Hier im 15 minuten chart nämlich wenn wir uns den trendigen Verlauf mal anschauen, den wir hier von unten nach oben hin gesehen haben, dann sehen wir halt auch schön die steigenden Hochs und die steigenden Tiefs. Also hier unten äh, beziehungsweise ich skizziere es einfach mal ganz kurz an hier im Grünen schaut. Das hat im Kleinen hat das angefangen, sich schön nach oben zu ziehen. Ja, und dann geht es halt hier Stück für Stück auf die Oberseite rein. Hier, das ist alles seitwärts geplänkelt, bis hier hoch ging das. Dann kam es zur Korrektur, dann wieder schön den Bewegungsarm nach oben, dann die Korrektur, dann wieder hoch. Und jetzt hier oben, da wird es halt interessant, was passiert, wie es ausschaut. Der Auffangbereich, den wir hier haben, Unten in diesem Level hier, also dieser Bereich, der ist jetzt wichtig. Sollten wir hier unter dieses Zwischentief, also unter die Marke von 104 fallen, dann wäre es erst einmal so, dass wir hier eher die Unterseite haben. Das heißt, das wäre dann erst einmal die Gegenbewegung. Und da haben wir halt durch diese steigenden Tiefs hier an dieser Stelle auch nach unten hin schön planbare Anlaufbereiche. Das heißt, hier unten die 103,60 wäre mal ein sehr, sehr guter Bereich, den wir mit drinnen haben. Und dann natürlich dieses große, dicke Auffanglevel um die 103. 10, das hier eine feine Sache oder 100, hier das nach unten hin muss man sehen, wie es geht. Schafft der Markt allerdings vor diesem Level hier unten, also vor diesem Tief wieder nach oben rumzudrehen, zu drehen, wäre das eher positiv zu sehen, denn dann hat der Markt durchaus direkt wieder die Chance, die obere Richtung anzulaufen, hier über dieses Level zu fallen oder zu steigen und dann diese Aufwärtssequenz hier fortzusetzen. Und dann kommt hier oben natürlich hier das Zwischenhoch in Frage. Und das wäre dann natürlich ganz klar die Sequenz, dass wir hier den 4-Stunden-Markt aus der kleinen Korrektur nach oben fortschieben und dann können wir uns schön zur Oberseite hin orientieren. Das ist der Blick in äh, japanischen Yen. Und jetzt gehen wir sozusagen zum Moment Gold. Haben wir hier. Zack, zack. Ja, Gold, Leute, Gold arbeitet schön an einer Umkehrformation. Ähm, Habe ich persönlich äh, ja auch schon besprochen. Hier an dieser Stelle, wir sehen es hier unten, der Markt ist tatsächlich von unten rausgekommen. Thema Saisonalität spricht für die nächsten Wochen auch eher von steigenden Kursen. Man muss jetzt natürlich sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Ne? Ob wir hier tatsächlich jetzt durchaus nachhaltig nach oben anstoßen, weil eins dürfen wir nicht vergessen: der grün markierte Abwärtstrend ist durch diesen starken Rutsch nach unten deutlich rausgenommen worden. Jetzt haben wir hier aber momentan die Umkehr und das ist jetzt wirklich das interessante, der Markt fängt an, das Long Szenario zu spielen und wenn wir uns das mal ganz kurz hier im Stundenchart anschauen wollen, dann sehen wir es halt auch, wie so eine Umkehr der Nachfrage ausschaut. Also wir sind jetzt hier auch gerade mal live dabei, wie das funktioniert. Ne? Haben wir ja auch nicht alle Tage, dass wir hier das Ganze morgens mal live äh, auch mit sehen können, wie so etwas passiert. Ich als Händler kenne das natürlich. Äh, ich sehe das jeden Tag, wenn solche Umkehrsignale kommen, wie die sich entwickeln. Aber gerade für die, die auch noch so ein bisschen in der Lernkurve sind, äh, für die ist sowas natürlich immer sehr, sehr interessant, äh, wie sowas ausschaut. Äh, und wenn der Seidel hier was sagt, Umkehr von Nachfrage, äh, wie sowas aussieht. Die Nachfrage kehrt halt dann um, wenn wir plötzlich ein steigendes Kaufinteresse haben und dann kommt es halt zu steigenden Preisen. Und so sieht das aus. Wir sind jetzt hier. Innerhalb des kleinsten Aufwärtstrends der Stunde über dieses kleine Zwischenhoch hier, über diesen alten Verkaufsbereich gestoßen, über die 1856-Dollar-Marke. Und das ebnet jetzt natürlich so ein bisschen den Weg nach oben hin. Und erste Anlauflevel als, sage ich mal, Korrektur zu der starken Abwärtsbewegung hier auf Tagesbasis sind natürlich nach oben hin zu sehen. Und wenn es hier weiter geht, hier der große Rutsch. Der hat um die Marke von 1900 US-Dollar angefangen und dann haben wir hier oben noch weitere Anlaufpunkte hier, die wir mitnehmen können. 1818 bzw. entschuldigt 1918 ist dieser Bereich hier und hier oben die 1927 in etwa. Das sind Marker, wenn der Markt dynamisch hochläuft, was man hier durchaus auf der Long-Seite mit bespielen kann. Das entsprechend. Der Blick in den Gold. So, ähm, hier bekomme ich noch kurz die Frage gestellt, äh, warum siehst du das kleine Zwischenhoch im Rutsch nicht als Anlaufpunkt? Ähm, ich gehe mal davon aus, kleinen Augenblick, äh, die Frage bezieht sich auf dieses kleine Hoch, was wir hier haben. Also, das hier nehme ich mal an, ja? Das ist schon ein, ein, ein gewisses Hoch, aber man muss halt immer in, oder andersrum ausgesagt, man sollte den Kontext im Trading immer, gerade auch bei der Zielplanung, auf das zeigen, was man hat und selbstverständlich. Das ist natürlich ein Anlaufpunkt, weil der Markt hat hier doch deutlich korrigiert. Wir waren hier unten im Tief, ich sag mal ganz grob über den Daumen bei 1875 und dann sind wir hier auf 1894 nach oben gelaufen. Und das ist durchaus natürlich auch ein Rutsch. So. Als Zwischenhoch, dass das man hier entsprechend hat. Ähm, und das kann man natürlich auch mit annehmen. Ich habe aber, äh, sage ich mal, durch die, durch, die, durch die Lesweise, die ich jetzt habe und auch durch diese sehr, sehr starken Volatilitäten, die wir hier unten drinnen haben, halt die Frage stelle ich mir halt immer auch, okay, welche Relevanz hat denn dieses Level hier? Und wenn ich in einem Markt, so wie hier im Goldpreis, diverse Level haben und ähm, ich dann aber auch Level habe, die deutlich größere Relevanzen haben, dann sind an diesen Level mit größeren Relevanzen natürlich auch viel mehr Orders abgerechnet worden. Das heißt, die wiegen viel, viel, viel mehr. Und hier, das Ganze ist halt auch alles innerhalb eines Innenstabs mit, äh, sagen wir mal, aufgelaufen. Ne? Also wenn, wenn ich hier mal ganz kurz umschalte, das Ganze, ups, Moment, in den 4-Stunden-Chart zu sehen, jetzt muss ich mal kurz suchen, wo mein Zeichentuch hingerutscht ist. Also, ich schalte mal kurz um in den 4-Stunden-Chart. Hier, da sehen wir dieses Level gar nicht. Ne? Das war wirklich der Rutsch nach unten. Und aus diesem Grund ähm, sind halt andere Level für mich relevanter. Ne? Also, wenn man sich das Ganze mal im 15-Minuten-Chart anschaut, dann bekommt man dieses Level hier natürlich auch rein. Man sieht die oberen Level auch. Aber. Die Relevanzen sind andere. Das dazu. Also da kommt so für mich das ganze Spiechen her. Was nehme ich denn wo, wie rein? Das zum Thema Gold. So, jetzt schaue ich mal noch drauf auf. Wir hatten noch einen UK 100. Den haben wir hier. Moment, da ist er. Hier an dieser Stelle. Also wir sind hier weiterhin in einer ordentlichen Konsolidierung. Und was wir hier im UK 100 auch sehen, ist, dass der Markt sich momentan sehr, sehr stark an diesem Auffangbereich hier unten so grob um die Marke von 6791 Punkten ähm, hält. Das ist ein wichtiger Fakt, beziehungsweise hier mal grob. Wenn man das mal so sehen möchte, runde Marken spielen immer wieder eine Rolle. Und die runde Marke, die wir hier momentan haben, ist die Marke von 6800 Punkten. Und wenn wir uns das Ganze mal im, im Tagesbereich auch anschauen wollen, dann sehen wir natürlich hier äh, die Konsolidierung, wo wir nach unten ausgebrochen sind. Aber ähm, wir bekommen hier am Tagestief vom, wo haben wir es denn gehabt, äh, vom 7.1. Ähm, dieses Tief spielt schon eine gewisse, hat schon eine gewisse Rolle. Ähm, das sehen wir halt auch in der Konsolidierung und das ist halt der Bereich um diese Marke von 6.800 Punkten. Und hier kommt es jetzt ganz klar darauf an, wie es weitergeht. Denn sollten wir hier um das Tagestief von gestern drunter rutschen, müssen wir uns mit dem Gedanken auseinandersetzen. Jetzt haben wir eine Korrekturausweitung und das wäre dann Fortführung des Abwärtstrends, den wir in der kleinen Zeiteinheit jetzt haben. Hier erstmal in Richtung Ausbruchslevel. Hier sehen wir es grob die Marke von 6.600. 75, 76, beziehungsweise hier unten drunter. Also das sind auch immer so die, die Schwungbereiche, ne? die ich habe. Das sind gute Anlaufbereiche. Und wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen wollen, dann sehen wir, was ich damit meine. Denn der Markt ist. Braucht man auch nicht wegzudiskutieren, schon in einer Abwärtssequenz momentan drinnen. Das ist quasi die korrektive Phase und das sehen wir hier. Das hat so ein bisschen leicht hier oben an dieser Stelle angefangen und dann hat sich das nach unten hin wirklich konsolidiert. Das heißt, hier ging es dann nach unten, ähm, dann kam es sozusagen dazu, dass hier sozusagen diese Aufwärtssequenz durch einen Gegentrend gebrochen wurde und dann hat der Markt sozusagen angefangen nochmal durchzuatmen und dann im größeren Bilde hier leicht wieder ein tieferes Tief gemacht, das heißt aus rein technischer Sicht haben wir hier einen Abwärtstrend, der halt da ist und der sammelt sich jetzt hier halt ein bisschen und hier kommt es jetzt tatsächlich drauf an, was geschieht hier, wir haben hier so ein bisschen eine Dreieckskonsolidierung mit Laufen, das Dreieck momentan verortet innerhalb dieses Abwärtstrends. Ne? Und wir haben jetzt hier sogar noch äh, mehrere Abwärtstrends ineinander laufen. Hier wieder die Seitwärtsphase in so einer weit ausladenden Außenkerze im Stundenchart zu sehen. Und das ist halt immer ein bisschen tricky. Das heißt, die richtige, saubere Auflösung der Phase, die wir jetzt hier haben, haben wir an den Extremen dieses Außenstabes, läuft es oben drüber. Ohne hier inzwischen tief zu machen, haben wir eine Umkehr. Das heißt... Das wäre dann dieses Bild. Moment, das war das falsche Zeichentool. Dieses Bild, was wir hier haben, das heißt die Umkehrphase, also hier aufwärts, Korrektur und dann nach oben. Dann hätten wir einen Aufwärtstrend und dann könnten wir uns schön hier oben Richtung 6900 Punkte-Marke orientieren. Kommt es allerdings dazu, dass wir uns zur Unterseite hin orientieren, hätten wir jetzt mal ganz klar aus dieser Seite hier die Schwäche. Obendran und dann der Rutsch nach unten. Das wäre dann unter das Tief, dieser Außenstab hier, das, der, das Zeichen, dass der Markt nach unten drunter will. Und dann haben wir die Auffanglevel, die ich gerade auf der Tagesbasis mit gezeigt habe. Das zum UK 100. So, und dann hoffe ich mal, dass ich alle Wunschmärkte jetzt auch mitgenommen habe. Das heißt an dieser Stelle herzlichen Dank für das Zuschauen. Äh, heute Morgen auch wieder. Ich sage allen gute Trades äh, und bis morgen. Empfehlen Sie uns weiter. Schalten Sie gerne auch morgen wieder live rein, wenn wir hier die Märkte besprechen. Und wie schon gesagt, wir haben immer wieder gute Chancen. Das ist wie mit dem Bus an der Haltestelle. Wenn ich einen verpasse, kommt bald der nächste. So ist es auch im Trading. Selbst wenn ich mal den einen oder anderen Trade verpasse, haben wir immer wieder neue Chancen, weil die Märkte bewegen sich und ich freue mich halt auch hier. Bei Tickmill wirklich ein sehr, sehr großes Potpourri an Trading-Möglichkeiten überhaupt auch zur Verfügung zu haben, wo wir jeden Tag reinschauen können. Und das macht Spaß. Und da freue ich mich drauf, auch morgen wieder gute Werte mit rauszusuchen und hier live zu besprechen und natürlich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Bis dahin alles Gute, erfolgreiches Trading und bis morgen. Tschüss.